Was würdest du tun, wenn Gott eine Armee von Engeln schickt, um die Menschheit für ihre Sünden auszurotten? Diese Monster werden nicht aufhören, bis alle Menschen auf dem Planeten tot sind. Ich erkläre dir, welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du den Zorn Gottes in Legion besiegst. Dieser Engel ist ein echter Bösewicht. Michael hier ist gerade vom Himmel gefallen und in einer dunklen Gasse gelandet. Er nimmt sich einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen, dann entfaltet er die riesigen Flügel und reißt sie sich aus dem Rücken, um sich von seinen Fesseln zu befreien. Dieser Engel missachtet Befehle und ist im Begriff, Gottes Plan, die gesamte menschliche Rasse auszurotten, zu vereiteln. Er bricht in ein Lagerhaus ein und findet eine riesige Waffenkammer voller Waffen, die er für seine Mission einpackt. Es ist genug für eine ganze Armee, aber der Engel bemerkt nicht, dass draußen Polizisten patrouillieren. In diesem Moment explodiert ein Gebäude auf der Straße und hinterlässt ein kreuzförmiges Loch in der Wand, woraufhin die Polizisten aus dem Auto stürmen und ihn auffordern, seine Taschen abzustellen. Der Engel ergibt sich, als der Polizist ihn festnehmen will, dreht sich aber schnell um, hebt die Waffe an seinen Kopf und nimmt den Mann als Geisel. Plötzlich fängt der andere Polizist zu zittern an, weil etwas die Kontrolle über seinen Körper übernimmt. Er ist besessen und fragt Michael mit veränderten Augen und Zähnen, warum er Gott verraten hat. Der Mann sagt ihm, dass er nicht zulassen wird, dass Gott das Baby tötet und dass er jetzt für seinen eigenen Plan verfolgt, aber der Polizist macht ihm klar, dass er für sein Ungehorsam bestraft werden wird. Michael handelt schnell und bringt den Mann zu Fall, bevor er sich seine Waffen schnappt, die Polizeiautos entführt und in den Horizont fährt, während die Lichter der Stadt dunkel werden. Er ist entschlossen, das ungeborene Baby zu retten und weiß, dass, wenn er versagt, alle Menschen auf der Erde ausgelöscht werden. Später am Morgen verirrt sich Kyle an der Küste und hält an einem Diner mitten im Nirgendwo. Er fragt nach dem Weg und trifft draußen auf die schwangere Kellnerin Charlie. Der Mann erklärt ihr, dass Rauchen schlecht für das Baby ist, aber das scheint sie nicht zu interessieren und schlägt ihm vor, eine Pause vom Fahren zu machen. Als er sich dem Tresen nähert, fragt Kyle, ob er das Telefon benutzen kann, um zu telefonieren, wird aber unterbrochen, als der Besitzer hinter ihm reinkommt. Der Fernseher hat sich in ein Rauschen verwandelt und er geht hinüber, um herauszufinden, was los ist. Als er auf den Bildschirm klopft, wird eine Notfallmeldung angezeigt und er warnt sie, dass dies kein Test ist. Alle im Restaurant sind verwirrt und der Koch schaltet das Radio ein, um zu hören, ob es Neuigkeiten gibt, aber alle Sender sind tot. Irgendetwas ist im Gange, aber sie werden es nicht herausfinden, bevor es zu spät ist. Alle geraten in Panik und versuchen herauszufinden, was los ist, bis Kyle mit einer schlechten Nachricht reinkommt. Die Telefonleitung ist ausgefallen und sie haben keine Möglichkeit, die Außenwelt zu kontaktieren. Okay, das sind keine guten Zeichen. Schlechter Empfang in der Wüste ist zwar normal, aber wenn Fernsehen, Telefon und Radio komplett ausfallen, kann das kein Zufall sein. Das könnte bedeuten, dass der nächstgelegene Funkturm ausgefallen ist, denn alle drei Geräte nutzen Funkwellen, um Informationen zu übertragen. Aber das Seltsame ist, dass das Fernsehgerät immer noch ein Signal empfängt. Das ist ein Standard-Notfallsignal, das nur bei extremer Gefahr wie einer Naturkatastrophe oder einem Angriff auf US-Boden gesendet wird. Das Beängstigende daran ist, dass wenn keine anderen Infos gemeldet werden, es bedeuten könnte, dass die Nachrichtenorganisation in der Gefahrenzone ist und bereits evakuiert wurde. Jetzt ist es logisch, sich ins Auto zu setzen und in die nächstgelegene Stadt zu fahren, um herauszufinden, was da los ist. Das Problem ist nur, dass sich diese Leute mitten in der Mojave-Wüste befinden, die nur zwei Hauptstraßen hat, die jeweils mehr als 150 Meilen lang sind, sodass du Stunden brauchen könntest, bis du merkst, dass du direkt in die Gefahr fährst. Die einzige Ausnahme ist eine riesige Staubwolke in der Ferne. In diesem Fall sollten wir aufgeben und in die entgegengesetzte Richtung fahren. Wenn du dir die Spur dieses Dings ansiehst, kannst du erkennen, dass es sich eindeutig auf sie zubewegt, aber diese Idioten haben sich nicht mal die Mühe gemacht, nach draußen zu gucken, um herauszufinden, was los ist. Das war aber nicht ihr einziger Fehler. Michael ist auf einer Mission, um die Welt zu retten, aber ich garantiere dir, wenn er seinen Infinity-Stein dabei gehabt hätte, wäre die Aufgabe viel einfacher gewesen. Die Wahrheit ist, wenn du erwartest, die gesamte Menschheit vor Gottes Zorn zu retten, musst du etwas viel Besseres tun, als eine Handvoll Waffen zu horten. Der nächste Fehler war, dass er sich wenige Sekunden nach der Landung auf der Erde seine Flügel ausgerissen hat, die das wertvollste Gut sind, das er zur Erfüllung der Mission hat. Später im Film sehen wir, dass sie nicht
nicht nur fliegen, sondern auch Kugeln abwehren und jetzt hat er nur noch die Kraft eines normalen Menschen. Wenn ich hier wäre, hätte ich die Flügel behalten und benutzt, um eine viel bessere Waffe zu stehlen, mit der ich Gottes gesamte Armee abwehren kann. Das Einzige, was tödlich genug wäre, um uns eine Chance zu geben, sind nukleare Sprengköpfe. Und das ist die einzige Option für diesen Engel, seine Superkraftflügel zu behalten und in eine Waffenfabrik einzubrechen. Das mag verrückt klingen, aber man bedenke, dass wir Gott gerade ungehorsam waren. Und um ihn daran zu hindern, die menschliche Rasse auszulöschen, müssen wir viel kreativer sein als 20 Waffen in der Lagerhalle. Für einen normalen Menschen wäre diese Strategie verrückt, aber Michael hier ist ein Erzengel, den die Bibel als Anführer der himmlischen Heerscharen und Gottes mächtigsten Engel beschreibt. Wenn dieser Idiot sich nicht die Flügel abgerissen hätte, wäre es durchaus denkbar, dass er mit einem solchen Rang in der Lage gewesen wäre, das durchzuziehen. Wenige Augenblicke später betritt eine ältere Frau das Lokal und setzt sich an einen Tisch, aber irgendetwas ist seltsam an ihr. Die Kellnerin kommt herein, um ihr das Essen zu servieren und in diesem Moment fragt die alte Frau nach Charlies Schwangerschaft und sagt ihr, dass das Baby in der Hölle schmoren wird. Die anderen können nicht glauben, was sie hören und die Kellnerin stürmt in die Küche, aber die alte Frau hört nicht auf. Sie beleidigt eine andere Kundin und beschuldigt sie, eine schreckliche Ehefrau zu sein, woraufhin ihr Mann aufsteht und eine Entschuldigung verlangt. Plötzlich stürzt sich die alte Frau auf ihn und beißt ihm direkt in den Hals. Die anderen weichen schockiert zurück, als sie schreit, dass sie alle sterben werden, und der Koch wirft ihr eine Bratpfanne an den Kopf, die sie aber nur knapp verfehlt. Die Frau steht auf, rennt zu ihrer Mutter und klettert wie ein Insekt die Wand hoch. Keiner weiß, was er tun soll, aber der Geschäftsführer zieht eine Schrotflinte und beginnt, auf sie zu schießen. Sie weicht jedem Schuss aus und lässt sich hinter ihm fallen, wobei sie den Mann quer durch den Raum stößt. Während sein Vater bewusstlos ist, schnappt sich Jeep die Waffe und zielt auf die Frau, bringt es aber nicht über sich, den Abzug zu drücken. Die alte Dame rutscht über den Boden, um ihn anzugreifen, aber plötzlich fällt sie tot zu Boden. Als sie aus ihrem Körper herausschaut, erkennt er, dass Kyle ihm das Leben gerettet hat und sie in letzter Sekunde erschoss. Es ist entsetzlich, aber bald werden sie es mit Hunderten dieser Kreaturen zu tun haben, die von Gott beauftragt wurden, das Baby dieser Frau zu töten. Die Gruppe gerät in Panik, als sie merkt, dass der Vater ärztliche Hilfe braucht, also tragen sie ihn aus dem Diner in Kyles Auto. Sie müssen in ein Krankenhaus fahren, bevor er verblutet, aber während der Fahrt bemerkt die Tochter etwas Seltsames. In der Ferne zieht eine riesige Staubwolke auf, aber sie hört ein Summen, das immer näher kommt. Da merken sie, dass sie direkt in einen riesigen Insektenschwarm hineinfahren und plötzlich überschwemmen die Insekten das Auto, sodass sie nichts mehr sehen können. Währenddessen bemerkt der Manager des Diners, dass sein Sohn Jeep sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Er fühlt sich schuldig, weil er die Waffe nicht abfeuern konnte, aber sein Vater beruhigt ihn und erklärt ihm, dass es nie einfach sein sollte, ein Leben zu nehmen. Als der Mann nach draußen geht, stellt er fest, dass die anderen zurückgekommen sind und sich alle aus dem Staub machen. Er fragt sie, warum sie zurückgekommen sind, aber dann sieht er einen riesigen Insektenschwarm, der auf sie zukommt und das ist erschreckend. Okay, wenn eine dürre kleine Oma so etwas tun kann, müssen diese Leute die Lage sehr viel ernster nehmen. Jeep sah buchstäblich zu, wie sie seinem Vater ins Gesicht biss, aber er konnte sich trotzdem nicht dazu durchringen, abzudrücken. Das ist ein Problem, weil wir uns zum Schutz auf jedes Mitglied der Gruppe verlassen müssen und eine schwache, undichte Stelle kann uns alle umbringen. Das Klügste ist also, sich einen Plan auszudenken, wie man diese Kreaturen am effektivsten tötet. Wenn ich es wäre, würde ich die Umgebung zu unserem Vorteil nutzen und alle hinter den Küchentresen klettern lassen. Das schafft einen Schutzwall und verhindert, dass das Monster uns ausspäht oder sich von hinten anschleicht. Außerdem gibt es in diesem Teil des Diners viel mehr scharfe und schwere Gegenstände und jeder, der noch keine Waffe bei sich hat, kann immer noch seinen Beitrag leisten, indem er Pfannen und Messer wirft, um die Frau aufzuhalten. Wenn du einer gefährlichen Bedrohung gegenüberstehst, ist es eine übliche Überlebenstaktik, so viele Barrieren wie möglich zwischen dich und einen Feind zu bringen. Aus diesem Grund sollten wir überlegen, ob wir diesen Ort verbarrikadieren, falls noch mehr von ihnen auftauchen. Ein gewisser Schutz kann wirklich viel dazu beitragen, dass du sicher bist und genau dabei kann dir unser heutiger Sponsor CyberGhost helfen. Wir stellen vor, CyberGhost, dein ultimatives Schutzschild gegen Hacker und bösartige Websites, wenn du im Netz surfst. Mit den leistungsstarken Funktionen von CyberGhost VPN kannst du deine Online-Aktivitäten schützen, deine Privatsphäre wahren und dein Surfen im Internet verschlüsseln. Aber das ist noch nicht alles. CyberGhost VPN bietet eine Reihe von weiteren Vorteilen. Schalte mit CyberGhost VPN mühelos geografisch eingeschränkte Inhalte frei. Erhalte Zugang zu regional gesperrten Videos auf Plattformen wie YouTube und sozialen Medien. Entdecke bessere Angebote
beim Online-Shopping, spiele Spiele, die in deinem Land gesperrt sind und entdecke sogar exklusive Inhalte auf über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und vielen mehr. Mit CyberGhost VPN kannst du zum Beispiel die einzigartigen Netflix-Bibliotheken aus Großbritannien, den USA und sogar Japan genießen. CyberGhost VPN unterstützt nahtlos mehrere Plattformen wie Windows, iOS, Mac, Android, Smart TVs und Spielekonsolen. Mit einem riesigen Netzwerk von über 8000 Servern in 91 Ländern ermöglicht es dir CyberGhost VPN, deine IP-Adresse an praktisch jedem Ort zu ändern. Mehr als 38 Millionen Nutzer vertrauen CyberGhost, das auf Trustpilot mit 5 Sternen bewertet wurde und deine digitale Sicherheit gewährleistet. Um das alles zu erleben, klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Du erhältst einen unglaublichen Rabatt von 83% und zusätzlich 4 Monate gratis. Ein Abonnement von CyberGhost VPN schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Teile den Schutz mit deiner Familie und deinen Freunden und genieße den Komfort einer 45-tägigen Geld-Zurück-Garantie. Du kannst dir sicher sein, dass es eine risikofreie Wahl ist, falls du deine Meinung änderst. Was diese Typen angeht, ist das erste Problem, dass sie keinen Grund haben, 4 Leute zu brauchen, um den Ehemann ins Krankenhaus zu fahren. Sie lassen einen Feigling und einen alten Mann zurück, um die schwangere Frau vor weiteren Monstern zu schützen, was keine gute Idee ist. Es wäre viel klüger gewesen, die Frau allein fahren zu lassen, denn das ist weniger riskant und es gibt mehr Leute, die das Diner verteidigen können. Das nächste Problem ist, dass sie viel zu schnell aufgegeben haben. Wenn du durch eine riesige Insektenwolke fährst, wäre es viel sinnvoller, die Lüftungsschlitze im Auto zu schließen, damit keine Außenluft eindringen kann. Das ist der einzige Grund, warum sie von den Insekten umschwärmt wurden, und wenn sie diese einfache Änderung vorgenommen hätten, hätten sie den Mann vielleicht ins Krankenhaus bringen können, anstatt umzukehren. Die Gruppe untersucht die Leiche der älteren Frau und stellt fest, dass sich ihr Körper erwärmt, obwohl sie seit über einer Stunde tot ist. Das ist nicht normal. Also bringen sie die Frau nach draußen, um sie loszuwerden, aber da bemerken sie ein Polizeiauto, das auf sie zukommt. Die Kellnerin denkt, dass sie helfen wollen und rennt aus dem Lokal, aber da merkt sie, dass der Mann kein Polizist ist. In Erwartung des Schlimmsten richtet Jeeps Vater die Schrotflinte auf ihn und droht ihm, das Hirn wegzupusten, wenn er nicht beweist, dass er ein Mensch ist. Er öffnet den Mund und zeigt ein normales Gebiss, was beweist, dass er nicht wie die alte Dame ist, und stellt sich erleichtert als Michael vor. Der Vater erklärt, dass ein Kunde sie plötzlich angegriffen hat und fragt, was er hier macht, aber Michael antwortet nicht. Er geht auf die Gruppe zu, als der Manager ihm die Waffe auf die Brust richtet, aber der Engel reißt sie ihm schnell aus der Hand. Er zielt direkt auf den Kopf des Mannes und will gerade abdrücken, als er etwas hinter ihm bemerkt und die Gruppe warnt, dass noch mehr Kreaturen unterwegs sind. Er gibt die Schrotflinte zurück und geht zum Auto, um den Kofferraum zu öffnen, damit er die Gruppe bewaffnen kann. Auf dem Weg zum Diner wartet die Kellnerin vorsichtig zu seinem Betritt das Gebäude, um es zu befestigen. Alle verbarrikadieren die Türen und warten drin, bis es dunkel wird, aber das reicht nicht aus. Plötzlich gehen alle Lichter aus, sodass sie keine andere Wahl haben, als mit Taschenlampen auf das Dach zu gehen und nach den Kreaturen zu suchen, die in ihre Richtung kommen. Schon bald hört der Koch in der Ferne das Lied eines Eiswagens und alle beobachten, wie sich das Fahrzeug dem Gebäude nähert. Er kommt mitten auf der Straße zum Stehen und die Männer zielen mit ihren Waffen, als der Fahrer aussteigt. Er sieht aus wie ein normaler Mensch, aber dann entdeckt er sie und stößt einen markerschütternden Schrei aus. Es ist furchterregend, denn seine Gliedmaßen strecken sich und er stürzt sich auf die Überlebenden wie eine Fledermaus aus der Hölle. Die Männer feuern ihre Gewehre ab und töten das Monster, aber das ist erst der Anfang. In der Ferne fahren Dutzende von Fahrzeugen auf sie zu und jeder Fahrer ist eine Kreatur, die sie vernichten will. Michael befiehlt den Männern, das Feuer zu eröffnen, und sie schießen einen Wagen nach dem anderen ab, aber der Engel sieht, dass noch mehr aus der anderen Richtung kommen. Die Überlebenden haben keine Chance und Michael zückt einen Raketenwerfer, der das Auto auf der Stelle stoppt, aber sie werden noch viel mehr Feuerkraft brauchen. Okay, das ist erschreckend, aber wenn die Gruppe ihre Zeit besser genutzt hätte, wäre es viel einfacher gewesen, die Lage zu überleben. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie die Türen und Fenster verbarrikadiert haben, aber wenn das das Einzige ist, was man tut, um sich zu schützen, dann bekommt man das, was man verdient hat. Aus irgendeinem Grund haben diese Leute völlig vergessen, dass dieser Ort nicht nur ein Diner ist, sondern auch eine Tankstelle, und das würde ich zu meinem Vorteil nutzen. An meiner Stelle würde ich dem Koch sagen, dass er so viele Bierflaschen wie möglich einsammeln soll, damit wir sie mit Benzin füllen und in Molotow-Cocktails verwandeln können. So einfach diese Waffen auch sind, sie sind wahnsinnig gut, um Fahrzeuge zu stoppen, weil sich die Brände schnell ausbreiten und schwer zu löschen sind.
Das hat sich auch in der Ukraine als eine der effektivsten Möglichkeiten für Zivilisten erwiesen, sich gegen Militärkonvois zu wehren. Wenn wir ihre gesamte Fahrzeugflotte in Brand setzen können, haben wir einen enormen Vorteil, weil die Monster darin verbrennen und diejenigen, die entkommen, nicht mehr wegfahren können. Das bedeutet, dass sie in der Schusslinie festsitzen und wenn wir sie alle getötet haben, können wir ihre Autos als weitere Barriere für die nächste Invasion nutzen. Ich würde auch versuchen, draußen Fallen aufzustellen, indem ich brennbare Gegenstände in der Nähe der Straße platziere, zum Beispiel diesen Butantank, um ihn in die Luft zu jagen, wenn die Monster sich nähern. Dann würde ich Hindernisse auf die Straße und um das Diner herum kleben, damit sie nicht mit den Autos in das Gebäude fahren können. Es mag wie eine seltsame Strategie klingen, aber genau das haben die Demonstranten in Hongkong 2019 gegen das harte Durchgreifen der örtlichen Polizei getan. Sie nahmen hunderte von Ziegelsteinen und klebten sie auf die Straßen, damit die Polizeifahrzeuge nicht durchfahren konnten und die Protestierenden zum Rückzug zwangen. Dieser Ort hat vielleicht nicht tonnenweise Ziegelsteine vorrätig, aber im hinteren Teil gibt es eine Werkstatt und das würde mich nicht wundern, wenn sie alle möglichen Arten von Epoxidharz hätten. Sie hätten auch Autoteile und andere Materialien, die sie auf die Straße kleben könnten, um weitere Hindernisse zu erreichen, wenn die Monster zurückkämen. Diese Leute haben ihre Zeit einfach nicht effektiv genug genutzt. Die Autos haben es endlich hinter die Verteidigungslinie geschafft und alle Fahrgäste kommen heraus und marschieren auf das Diner zu. Als Kyle ein kleines Mädchen sieht, kann er sich nicht dazu durchringen, sie zu töten und mit dem Schießen aufzuhören, aber Michael drängt sie weiterzumachen, sonst werden sie alle sterben. Drin warten die Überlebenden im Dunkeln, während sie den Schüssen lauschen, als plötzlich ein Monster durch das Fenster stürzt. Sie sind in das Gebäude eingedrungen, die Gruppe schaut sich entsetzt im Raum um. Sie wissen nicht, wohin die Kreatur gegangen ist und haben Angst, dass sie sie angreifen wird. Plötzlich wird der Mann über den Boden und aus dem Fenster gezogen. Die Frau rennt hinüber und hält ihn an sich fest, während die anderen ihr Bestes tun, um ihn drinnen zu halten. Ein anderes Monster greift nach der Kellnerin und zieht sie aus dem Fenster. Michael schneidet der Kreatur den Arm ab, um sie zu retten, aber für den Ehemann ist es zu spät, denn er wird aus dem Diner geschleift. Oben auf dem Dach bemerkt Kyle, dass sich alle Monster zurückziehen und er ist erleichtert. Sie haben es geschafft, die Nacht zu überleben und haben dabei nur ein einziges Leben verloren, sodass nur noch 8 übrig sind. Michael hält seine Frau davon ab, nach draußen zu rennen und bemerkt, dass die Kellnerin Schmerzen hat. Er schimpft mit Charlie, weil sie bei dem Versuch, den Mann zu retten, sich in Gefahr gebracht hat und sagt den anderen, dass jemand auf dem Dach Wache halten muss, aber die Gruppe hat genug. Wütend kommt der Manager des Diners herüber und will wissen, was hier los ist, und die Antwort wird ihm nicht gefallen. Michael versammelt die Überlebenden und erklärt, dass Gott auf die Menschen wütend geworden ist und beschlossen hat, sie auszulöschen, indem er seinen Engeln befiehlt, von ihnen Besitz zu ergreifen, aber nur die Willensschwachen können kontrolliert werden. Das klingt unglaublich und Jeep fragt ihn, woher er das wissen könne. Da erzählt der Engel, dass er früher selbst einer war, aber Gott verraten hat, um Charlie zu schützen. Aus irgendeinem Grund ist ihr Baby der Schlüssel zum Überleben der Menschheit und wenn sie beide sterben, werden garantiert alle Menschen vernichtet. Die einzige Chance, die Apokalypse aufzuhalten, ist die Geburt des Babys und der Engel weiß genau, dass sie bald stattfinden wird. Es ist eine beängstigende Situation und zu einem Überfluss sagt Michael ihnen, dass die Monster mit Verstärkung zurückkommen werden und unbedingt dieses Kind töten wollen. Okay, wenn jemand in diesem Diner Atheist ist, sollte er sich jetzt in die Hose machen. Gott ist nicht nur real, sondern er übt auch die Kontrolle über die gesamte menschliche Rasse aus. Das ist erschreckend, aber wenn wir gut aufpassen, gibt es hier eine wichtige Beobachtung, die uns alle vor dem Aussterben bewahren könnte. Wir haben gerade erfahren, dass nur willensschwache Menschen besessen werden und da alle in diesem Gebäude noch Menschen sind, sind sie stur genug, um nicht betroffen zu sein. Das Problem ist, dass wir, wenn einer von uns seine Entschlossenheit verliert, anfällig dafür werden könnten, von einem feindlichen Engel besessen zu werden und das ist ein Risiko, das wir nicht eingehen dürfen. Jeep hier scheint das schwächste Glied zu sein, also würde ich jeden unter Quarantäne stellen, der anfängt negativ zu reden oder sich unterdrückt zu verhalten. So können wir sicherstellen, dass wir, wenn sich ein Mitglied der Gruppe verwandelt, es leicht töten können, ohne das Leben der anderen zu riskieren. Wenn wir nun einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild betrachten, wird schnell klar, dass Gott keine Ahnung hat, was er tut. Michael hier erklärt, dass Gott seine Schöpfung ausrotten will, weil die Menschen zu böse und gewalttätig geworden sind. Aber die Wahrheit ist, dass man leicht vergisst, wie schrecklich das Alte Testament ist und wie viel von dieser Gewalt von Gott selbst angeordnet wurde. Zunächst zerstörte er Sodom und Gomorra und tötete jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, das dort lebte. Dann flehte Moses Gott an, das Herz des Pharaos zu erweichen und ihn zu überzeugen, die Juden aus Ägypten ziehen zu lassen. Aber Gott entschied, dass es eine bessere Idee sei, sie mit Plagen zu verfluchen und alle ihre erstgeborenen Söhne zu töten.
Später, als die Juden in der Wüste gestrandet waren, begannen sie ein goldenes Kalb anzubeten. Also befahl Gott Moses und Aaron, 3000 von ihnen zu schlachten, um zu zeigen, dass ihr Vater im Himmel ein bisschen eifersüchtig war. Das ist nun die Spitze des Eisbergs, den du in der Bibel findest, und sie ist zufällig das meistverkaufte Buch der Geschichte. Vor diesem Hintergrund muss jemand diesem Typen erklären, dass wir heute, tausende Jahre später, in der friedlichsten Ära unserer Geschichte leben. Naja, der Buchdruck ermöglichte es uns, eine Weltanschauung zu verbreiten, die das menschliche Leben wertschätzt, und die Menschen begannen, sich gegen Sklaverei, Folter und grausame Strafen wie den Kerker zu wehren. Mit der Revolution der Rechte kam es zu einem Aufstand für bessere Bürgerrechte, und moderne Politiker nutzen die Diplomatie, um Probleme zu lösen, anstatt wie Könige des Mittelalters für den Ruhm in den Krieg zu ziehen. Es ist klar, dass sich die Welt im Laufe der Menschheitsgeschichte dramatisch verbessert hat, und da Gott außerhalb der Zeit existiert, wären 10.000 Jahre gesellschaftlicher Entwicklung für ihn augenblicklich, also hat er keinen Grund, sich aufzuregen. In diesem Sinne hätte ich an Michaels Stelle versucht, Gott zu beweisen, dass die Menschen als Spezies gar nicht so schlecht sind. Und das ist eine viel bessere Alternative, als den Himmel zu verlassen, um gegen die gesamte Engelsarmee zu kämpfen. An diesem Morgen hält der Manager auf dem Dach Wache und sieht eine dunkle Wolke, die sich am Horizont ausbreitet. Das ist ein Zeichen für den nächsten Angriff, aber der Mann schläft auf seinem Posten ein und kann die anderen nicht warnen, bevor es zu spät ist. Unten wacht die Frau auf und hört, wie jemand ihren Namen ruft. Sie folgt dem Klang der Stimme ins Büro und schaut aus dem Fenster, um etwas Schreckliches zu sehen. Ihr Mann ist an ein umgedrehtes Kreuz gekettet, seine Haut mit ekelhaften Blasen übersät, und er schreit um Hilfe. In ihrer Verzweiflung, ihn zu retten, entfernt die Frau schnell die Möbel, die die Tür blockieren, wird aber von Kyle gestört. Sie wirft ihn weg und schlägt den Mann bewusstlos, woraufhin ihre Tochter ins Zimmer rennt und versucht, sie davon zu überzeugen, nicht nach draußen zu gehen. In Panik stößt die Frau sie weg und rennt aus dem Gebäude, um ihren Mann zu retten, aber das war ihr größter Fehler. Der Koch jagt ihr hinterher und hält die Frau fest, kurz bevor ihr Mann in einer brennenden Säurepfütze zerplatzt. Der Koch schafft es, sie ins Innere des Diners zurückzutragen, aber plötzlich fällt er tot zu Boden. Sein Rücken wurde von der Säure weggeschmolzen, und damit sind es 2 Tote und 7 weitere noch übrig. Aus Angst, sie könnte wieder nach draußen gehen, fesseln sie die Frau in einen Stuhl, und ihre Tochter gibt ihr Medikamente, um mit der Lage fertig zu werden. Doch plötzlich gibt sie dem Mädchen die Schuld am Tod ihres Mannes. Das ist eine brutale Anschuldigung, aber Kyle unterbricht sie und bittet die Tochter, ihm zu helfen, einen funktionierenden Radiosender zu finden. Als sie an der Antenne herumfummelt, fängt sie eine Übertragung von einem aktiven Sender ab. Der Sprecher berichtet, dass sich die Auswirkungen der Apokalypse im ganzen Bundesstaat ausgebreitet haben, aber zum Glück haben die Überlebenden begonnen, sich zu organisieren und zurückzuschlagen. Die Gruppe denkt, dass es sicher genug ist, um zu gehen, aber Michael argumentiert, dass sie bleiben müssen. Wenn bei der Kellnerin während der Reise die Wehen einsetzen, droht ihr und dem Baby der sichere Tod und damit der Untergang aller Menschen auf dem Planeten. In der Nacht warten die Überlebenden auf den nächsten Angriff, als der Strom plötzlich wieder anspringt. Es scheint alles in Ordnung zu sein, aber dann bemerkt die Gruppe einen Lieferwagen, der direkt auf das Diner zusteuert. Kyle zieht mit der Waffe, bereit, alles zu töten, was aussteigt, aber er hält inne, als er erkennt, dass es ein normaler Mensch ist. Der Fahrer steigt aus und versucht zu tanken, aber da bemerkt Kyle ein Kind auf dem Rücksitz. Das muss der Sohn des Fahrers sein, und zu allem Übel kommen noch mehr Fahrzeuge. Schnell wird ihm klar, dass die Monster den Strom wieder eingeschaltet haben müssen, um die Leute zur Tankstelle zu locken. Es ist eine Falle, und Kyle warnt den Vater, wieder ins Auto zu steigen, indem er einen Warnschuss in die Luft abgibt. Der Mann versucht, wieder ins Auto zu steigen, aber er wird plötzlich überfahren, und durch den Aufprall fliegt er, bevor eine Gruppe von Punks aus ihren Autos steigt und den kleinen Jungen aus dem Wagen zieht. Okay, das ist definitiv eine Falle. Vorhin haben diese Kreaturen die Emotion der Mutter gegen sie verwendet, um die Frau aus dem Diner zu locken, und das bedeutet, dass sie Psychospielchen spielen, um uns auszuschalten. Kyle steckt mitten in der Scheidung von seiner Frau und bekommt sein Kind kaum zu Gesicht. Wenn sie also bereits genau wissen, wo unsere Trigger liegen, werden sie sie gegen uns verwenden, und das ist wichtig. Der beste Weg, das zu verhindern, ist ein Buddy-System, in dem wir uns gegenseitig zur Verantwortung ziehen. Wenn wir uns mit jemandem zusammentun, der nicht dieselbe Schwäche hat wie wir, haben wir eine bessere Chance, die Kreaturen davon abzuhalten, uns einzeln herauszulocken und etwas Dummes zu tun, das unser aller Leben gefährdet. Wenn diese Engel uns Fallen stellen, könnte es ihnen die Hände spielen, wenn wir sie bekämpfen. Deshalb ist es am besten, wenn wir das Baby so schnell wie möglich zur Welt bringen, anstatt uns von ihnen in den Kampf locken zu lassen. Wenn dies die einzige Bedingung ist, die die Apokalypse aufhält, muss sie laut Michael die höchste Priorität haben.
Zufälligerweise gibt es einige Notfallmethoden, um frühe Wehen einzuleiten, und die effektivste ist Sex. Der Grund dafür ist, dass dabei ein Hormon namens Oxytocin freigesetzt wird, das bekanntermaßen den Wehenprozess beschleunigt. Die gute Nachricht ist, dass Jeep und Charlie hier bereits eine enge Freundschaft pflegen, was diesen Typen zum geeignetsten Kandidaten für den Job macht, wenn sie einwilligt. So unangenehm es auch klingen mag, wir reden hier über die Rettung der gesamten menschlichen Rasse, und um fair zu sein, wenn wir nicht bereit sind, 3 Minuten auf diese Lösung zu verwenden, dann ist die Hoffnung verloren. Wenn diese Option nicht in Frage kommt, können wir einfachere Methoden ausprobieren, wie zum Beispiel Rizinusöl trinken, denn es setzt eine Chemikalie namens Prostaglandin frei, die Wehen auslösen kann. Krankenhäuser verwenden normalerweise synthetische Versionen von Oxytocin und Prostaglandin, um die Wehen medizinisch einzuleiten. Wenn diese Methoden also auf diese Chemikalien auf natürliche Weise produzieren können, ist das unsere beste Chance, die Apokalypse so schnell wie möglich zu beenden. In seiner Verzweiflung, den Jungen zu retten, klettert Kyle vom Dach herunter und rennt zum Auto, wobei er alle Monster auf seinem Weg ausschaltet. Er hebt den Jungen auf und trägt ihn weg, aber langsam bemerkt er, dass die Besessenen aufgehört haben, ihn anzugreifen, und der Junge summt ein gruseliges Lied. Er ist besessen, und das war die ganze Zeit die Falle, denn er beißt dem Mann in die Kehle, und damit sind 3 tot und 6 weitere übrig. Die anderen Überlebenden können nichts tun, außer zuzusehen, aber Audrey ist wütend und will sich rächen. Sie springt auf den Boden, greift die Monster an und will dem Jungen den Garaus machen, aber ihre Waffe hat keine Kugeln mehr. Sie ist umzingelt, und da sie keine andere Wahl hat, rennt das Mädchen zum Van und klettert rein, um sich zu schützen, während die Kreaturen versuchen einzubrechen. In der Zwischenzeit stellt die Kellnerin den Engel zur Rede und verlangt, dass er das Mädchen rettet, sonst würde sie es selbst tun. Als sie an ihm vorbeiläuft, greift sie nach einer Waffe vom Tisch, aber Michael hält sie auf. Er würde alles tun, um ihr Kind zu retten, und als sie nachgibt, sagt der Jeep, er solle die Tür öffnen. Der Engel geht nach draußen und schießt die Kreaturen mit tödlicher Präzision ab, bevor er sich eine Benzinpumpe schnappt und sie in Brand setzt, um die restlichen Monster zu verscheuchen. Als die Gegend endlich sicher ist, öffnet er die Tür und führt die Tochter zurück zum Diner, wo sie hineinspringt, bevor die gesamte Zapfsäule explodiert. Die Kellnerin rennt in die Küche, um Wasser zu holen, aber als sie sich umdreht, sieht sie das besessene Kind vor sich stehen, das ein Messer in der Hand hält. Der Junge stürzt sich auf die Frau, sticht ihr in den Bauch und holt zum tödlichen Schlag aus, aber Charlie hält in letzter Sekunde ein Esstablett hoch, um sich zu verteidigen. Sie ergreift ihre Chance und stößt das Kind von sich, woraufhin sich Michael zu ihr gesellt, bereit, das Monster zu töten, aber das Kind ist verschwunden. Da geht plötzlich das Licht aus und alle holen ihre Taschenlampen hervor, um nach dem besessenen Jungen zu suchen. Jeep findet eine Blutspur auf dem Boden und sieht Handabdrücke an der Decke. Er ist irgendwie die Wände hochgeklettert, genau wie die alte Dame, aber die Spuren hören genau über ihnen auf. Plötzlich stürzt sich das Kind auf den Manager und erwürgt ihn von hinten, aber der Erzengel wirft das Kind von seinem Rücken, und dieses Mal sorgt Jeep dafür, dass die Kreatur tot bleibt. Sie haben es geschafft, einen weiteren Angriff zu überleben, aber in diesem Moment setzen bei Charlie die Wehen ein. Michael weiß, dass dies ihre einzige Chance ist, die Apokalypse zu beenden, und tröstet die Kellnerin, aber in der Ferne ertönt ein lautes Geräusch. Jemand kommt, und der Engel drängt die Frau, das Baby herauszupressen, bevor es zu spät ist. Außerhalb des Diners hat sich bereits eine Horde Besessener versammelt, die auf ihren Anführer wartet. Okay, jetzt bin ich offiziell verunsichert. Diese Engel stehen einfach nur rum, als ob sie darauf warten, dass etwas passiert. Und sie würden das nur tun, wenn wir genau dort wären, wo sie uns haben wollen. Das ist beängstigend. Und du denkst vielleicht, dass es eine gute Idee ist, das Schiff zu verlassen, weil du nicht hier sein willst, wenn etwas Schlimmes auftaucht, um uns zu töten. Wenn du dir dieses Schild ansiehst, ist das Diner 50 Meilen von jeder anderen Raststätte entfernt. Und da die Engel von diesen Leuten Besitz ergriffen haben, während sie unterwegs waren, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie alle knapp bei Kasse sind. Das heißt, wenn wir zum Auto rennen und losfahren, könnte den Monstern der Sprit ausgehen, wenn sie versuchen, uns zu verfolgen, und wir könnten entkommen. So logisch sich das auch anhört, in Wahrheit wäre das keine gute Strategie. Die Tatsache, dass dieser Ort mitten im Nirgendwo liegt, ist vielleicht einer der größten Vorteile, die wir haben, denn er ist weit weg von jedem Bevölkerungszentrum, in dem Tausende von Engeln versuchen werden, uns anzugreifen. Solange wir hier bleiben, muss der Feind in geringerer Zahl zu uns kommen und Ressourcen aus der Stadt direkt zu uns bringen, was uns eine bessere Chance gibt, sie abzuwehren. Wenn wir jedoch hier bleiben und uns auf die nächste Invasion vorbereiten wollen, müssen wir davon ausgehen, dass alles, was wir sehen, darauf abzielt, uns herauszulocken und zu töten. Das heißt, wenn eine Menschenfamilie in Panik auftaucht, müssen wir das als Falle betrachten und sie sterben lassen. Das ist kaltblütig, aber die Wahrheit ist, dass es für unser Überleben viel schlimmer wäre, sie zu retten. Wir alle wissen, dass kleine Kinder weniger gebildet sind, weniger Selbstkontrolle haben und sehr beeinflussbar sind. Da nur willensschwache Menschen besessen werden können, sind Kinder die perfekten Kandidaten für die
die Besessenheit durch Engel. Im Jahr 1972 führten Wissenschaftler eine Studie durch, die als Marshmallow-Test bekannt wurde. Sie setzten kleine Kinder in einen Raum mit einem einzigen Marshmallow auf dem Tisch. Den Kindern wurde gesagt, dass sie 15 Minuten lang allein gelassen werden. Und wenn sie das Marshmallow nicht essen, können sie ein zweites bekommen. Die Forscher fanden heraus, dass, nachdem die Wissenschaftler gegangen waren, über 70% der Kinder der Versuchung nachgaben und den Marshmallow aßen, bevor die Zeit abgelaufen war. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie willensschwach diese Altersgruppe sein kann, und es beweist, dass, wenn wir dieses Kind erfolgreich retten würden, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es besessen ist, nachdem es das Diner betreten hat. Es ist viel zu riskant, jemanden in die Gruppe zu holen. Und so schrecklich es auch klingt, wir sollten davon ausgehen, dass jedes Kind ein besessener Feind ist und niemals eines hereinlassen. Die Kellnerin schafft es, das Baby in erstaunlich kurzer Zeit zur Welt zu bringen. Sie sind alle froh, dass in dieser schrecklichen Lage etwas so Wunderbares entstanden ist, aber schon bald wird diese Frau jeden einzelnen von ihnen verraten. Auf der anderen Seite des Diners warnt Michael die anderen, dass Gott ihm befohlen hat, das Baby zu töten, aber da er sich entschieden hat, nicht zu gehorchen, hat Gott den Erzengel Gabriel geschickt, um die Aufgabe zu beenden. Er ist der mächtigste Engel im Himmel und sie haben keine andere Wahl, als jetzt zu gehen, bevor er sie alle tötet. Frustriert fragt die Kellnerin, was an ihrem Kind so besonders ist, dass sie es sterben lassen wollen, und der Engel erklärt, dass es nie hätte geboren werden sollen. Solange er am Leben ist, schreiben sie die Zukunft der Menschheit neu, und das bedeutet, dass es eine Chance gibt, Gott davon zu überzeugen, die Apokalypse aufzuhalten. Charlie dreht sich um und will ihr Baby zurückholen, aber die Mutter schnappt es sich plötzlich und stürmt zur Tür. Sie sagt ihnen, dass sie es den Besessenen übergeben wird, weil sie glaubt, dass ihr Leben dadurch verschont wird. Die anderen sind entsetzt und weigern sich, ein Baby zu opfern, um sich selbst zu retten, aber in diesem Moment zwingt ein Lichtstrahl die Tür auf. Michael erschießt die Frau sofort und Jeep fängt das Baby auf, bevor es auf dem Boden aufschlägt, sodass es nur noch 5 Leute sind. Die Gruppe ist erleichtert, doch dann betritt der Erzengel Gabriel das Restaurant und versucht, mit ausgebreiteten Flügeln das Baby anzugreifen, aber Jeep zieht es aus dem Weg, bevor eine Keule auf den Boden knallt. Der Restaurantleiter schießt mit der Waffe auf Gabriel, aber der Engel wehrt alle Kugeln ab, bevor er ihm den Bauch aufschlitzt und den Mann wegstößt. Michael hält Jeep von dem Versuch ab, seinen Vater zu retten, und befiehlt, das Baby von hier wegzubringen. Er übergibt ihm einen Autoschlüssel und sagt ihm, er solle die Propheten finden und lernen, die Anweisungen zu lesen, aber Jeep hat keine Ahnung, wovon er spricht. Als die Überlebenden das Diner verlassen, öffnen sie die Hintertür und sehen die Monster in einer Reihe aufgereiht, aber ihre Augen sind alle geschlossen. Es ist verdammt unheimlich und die Gruppe geht zum Auto, während die besessenen Kreaturen daneben stehen und warten. Im Diner konfrontiert Michael Gabriel und der Engel schimpft mit ihm, weil er Gott nicht gehorcht, und macht ihm klar, dass er zur Strafe sterben muss. Als Michael sich ihm nähert, argumentiert er, dass er jede Konsequenz ertragen würde, wenn er wüsste, dass das Kind lebt, und fleht ihn an, nicht zu kämpfen, aber Gabriel weigert sich, Gott zu verraten. Er stößt den Engel weg, breitet die Flügel aus und stürmt auf Michael zu. Die beiden greifen sich gegenseitig an, aber es ist klar, dass Gabriel die Oberhand hat. Die beiden Engel gehen aufeinander los, aber Michael wird gegen eine Wand getreten, bevor er seinem nächsten Schlag ausweichen kann. Er setzt alles daran, sich zu wehren, und gewinnt schließlich die Oberhand. Er zwingt den Erzengel, seinen Streitkolben fallen zu lassen, zwingt ihn in die Knie und springt ihm auf den Rücken, um ihn zu würgen, aber Gabriel hat noch einen letzten Trick im Petto. Okay, diese Engel sind nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Gabriel und eigentlich Michael sind zwar kampferprobt, aber abgesehen von ihren kugelsicheren Flügeln hat keiner von ihnen irgendwelche übernatürlichen Gaben. Als Michael zum Beispiel einen Fernseher über Gabriels Kopf zerschmettert, hinterlässt das eine Schnittwunde in seinem Gesicht, was beweist, dass dieser Kerl ebenso verwundet werden kann wie ein Mensch. Und diese einfache Beobachtung wird uns helfen, herauszufinden, wie wir ihn töten können. An meiner Stelle hätte ich die anderen bleiben und kämpfen lassen und ihnen gesagt, dass sie Gabriel umzingeln sollen, damit sie ihn aus so vielen Richtungen wie möglich erschießen können. Er kann zwar die Flügel als Schutz benutzen, aber dadurch sind sein Kopf und Beine immer noch ungeschützt und wir haben eine gute Chance, ihn mit genügend Munition zu töten. Jetzt müssen wir bedenken, dass das Töten dieses Engels verheerende Folgen haben könnte, weil es Gott dazu veranlassen könnte, direkt einzugreifen, und das wäre beängstigend. Er könnte buchstäblich auftauchen und mit einem Fingerschnippen alle töten, aber da er das noch nicht getan hat, müssen wir sicherstellen, dass wir uns nicht in eine Position bringen, die ihn dazu zwingt. Wenn du dich daran erinnerst, dass Michael, als er das erste Mal auf die Erde kam, sich selbst die Flügel abgerissen hat, hat das seinen Hüter befreit und ihn von Gottes Einfluss befreit. Dadurch wurde Michael tatsächlich menschlich und konnte sich Gott widersetzen und seine eigenen Entscheidungen treffen.
Deshalb würde ich an seiner Stelle zuerst versuchen, Gabriel die Flügel abzuschneiden, um ihn zu befreien, anstatt ihn zu töten. Auf diese Weise ist er von Gott getrennt und hat keine andere Wahl, als sich uns im Kampf gegen die Engelsarmee anzuschließen. Genau wie Michael macht ihn der Verlust der Flügel zu einem gefallenen Engel, und das bedeutet, dass er in Gottes Augen nicht weniger sündig ist als die Menschheit, die er gerade zu vernichten versucht. Das ist das Klügste, was wir tun können, denn so können wir den Erzengel ausschalten, ohne dass die Situation eskaliert, und Gott ist nicht gezwungen einzugreifen. Er nimmt seinen Streitkolben, dreht den Griff und stößt dabei einen versteckten Dorn durch seinen Körper, sodass Michael zu Boden fällt. Gabriel entschuldigt sich für das, was er getan hat, während der andere Engel zu leuchten beginnt und spurlos verschwindet. Als Gabriel ein seltsames Geräusch aus der Küche hört, geht er hinter den Tresen und sieht Sheeps Vater mit einem Feuerzeug auf dem Boden liegen, das er gegen den undichten Herd hält. Er erkennt, dass der Mann das Diner in die Luft jagen will und versucht wegzulaufen, aber das Gebäude explodiert mit ihm und die besessene Horde wird zu Asche. Das sind 5 Tote und 4 noch übrig. In der Zwischenzeit bemerkt Jeep diese seltsamen Tattoos auf seinem Arm und erkennt, dass es sich um die Anweisungen handelt, von denen Michael gesprochen hat. Da entdecken sie ein Schild, das ankündigt, dass sie den Red Ridge National Park erreicht haben und erinnern sich, dass sie im Radio gehört haben, dass sich dort eine Gruppe von Überlebenden versammelt hat. Als Audrey nach weiteren Waffen sucht, sagt sie ihnen, dass sie nur eine Leuchtpistole haben, aber in diesem Moment greift etwas das Fahrzeug an. Es ist Gabriel und er ist hier, um den Job zu beenden. Der Engel reißt den Blinker der Polizei ab, um an das Kind heranzukommen, und Jeep schießt durch das Dach und bringt ihn aus dem Gleichgewicht, aber er schafft es, sich am Kofferraum festzuhalten. In ihrer Verzweiflung feuert das Mädchen die Leuchtpistole ab, die den Erzengel zum Glück im Gesicht trifft, aber er lässt trotzdem nicht los. Wütend klettert Gabriel in den Wagen, schlägt das Mädchen bewusstlos und schnappt sich Jeep. Er will das Auto mit den beiden darin zu Schrott fahren, aber der Mann hat eine Idee. Plötzlich tritt Jeep auf die Bremse, sodass der Engel durch die Windschutzscheibe fliegt, aber das Auto kommt von der Straße ab. Es überschlägt sich in einen Graben und alle Insassen werden bewusstlos. Später wachen sie im Auto auf und krabbeln langsam aus dem Wrack, müssen aber feststellen, dass das Mädchen bei dem Unfall gestorben ist. Die Überlebenden setzen ihre Reise auf einen nahegelegenen Berg fort, um sich in Sicherheit zu bringen, aber da sehen sie ein vertrautes Gesicht. Gabriel ist immer noch am Leben und kommt direkt auf sie zu. Er fliegt heran, tritt Jeep gegen einen Felsen und schlägt ihn bewusstlos. Die Kellnerin versucht verzweifelt wegzulaufen und stürzt dabei fast vom Rand der Klippe. Der Engel nähert sich ihr und fordert sie auf, das Baby herauszugeben, aber Charlie weigert sich und macht ihr klar, dass er sie beide töten muss. Plötzlich springt Jeep von hinten auf ihn und stößt ihm vom Berg, sodass sie von der Klippe stürzen. Sie landen auf dem Boden und Gabriel wirft den Mann von sich. Als er wieder aufsteht, zieht er ein Messer und will Jeep töten, aber plötzlich scheint ein Licht vom Himmel herab und Michael kommt angeflogen. Gabriel ist schockiert, weil er Gottes Befehle missachtet hat, aber der Engel erklärt ihm, dass Gott von seinen Dienern verlangt, dass sie das Richtige tun und nicht blindlings gehorchen wie Gabriel. Michael zieht ein Schwert und der Erzengel greift ihn an, aber er ist zu langsam. Verwundet fällt er zu Boden und bettelt um den Tod, aber Michael beschließt, sein Leben zu verschonen und die Sache abzuschließen. Der Engel fliegt davon und gibt die Mission auf, während Michael Jeep sagt, dass er jetzt die Zukunft der Menschheit beschützt und sich in die Lüfte erhebt und den Mann zurücklässt. Er klettert zurück auf den Berg, wo er die Kellnerin wieder trifft, und sie starren auf eine Siedlung in der Ferne. Es ist ein Zeichen dafür, dass andere Menschen die Apokalypse überlebt haben, aber schon bald wartet die tödlichste Bedrohung von allen auf sie: die Elternschaft. Aber was denkst du, wie würdest du Legion besiegen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für mehr Videos like gern unseren Kanal und abonniere uns für noch mehr Wie besiegt man Videos. Bis zum nächsten Mal und hab noch einen verdammt guten Tag. Wir möchten uns noch einmal bei unserem Sponsor CyberGhost VPN bedanken. Wenn du einen außergewöhnlichen VPN-Dienst zu einem unschlagbaren Preis suchst, bist du hier genau richtig. Dieses VPN schützt deine Daten bei deinen Online-Aktivitäten und bietet dir vollständigen Zugang zu gesperrten Inhalten im Internet für nur 2,03 € im Monat. Das sind satte 83% Rabatt, wenn du meinen Link benutzt. Und außerdem gibt's noch 4 Monate gratis obendrauf. Lass dir diese risikofreie Gelegenheit nicht entgehen und probier's aus. Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.